Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich bin nur Single, weil alle Frauen bei einer mehrstöckigen Hochzeitspizza nur mit dem Kopf schütteln. Manchmal ärgere ich meine asiatische Freundin absichtlich. Sie ist halt immer so süß-sauer. Heute ist mir aufgefallen, dass ich mit Essen auf dem Beifahrersitz vorsichtiger fahre als mit Menschen. Meine Witze-Videos disliken kann man machen, zeugt aber nicht gerade von Humor. Zu meiner Maler- und Lackiererzeit war ich Weltmeister im Essen. Ich habe ganze Häuser verputzt. Das Kind hat in der Badewanne gepupst und fand es so lustig, dass es nochmal pupsen wollte. Hat gedrückt, war kein Pups, schade. Gerade meinen verheirateten Chef bei Tinder gefunden. Ich bin schon so gut wie befördert. Es hätten einige Konflikte vermieden werden können, wenn die Architekten im Wilden Westen größere Städte gebaut hätten. Ich glaube, das Wetter hat zurzeit Magen-Darm oder so. Der Barkeeper zum Ehemann. Ihre Frau ist am Telefon. Sie möchte wissen, ob man Feuerwehrleuten ein Trinkgeld gibt. Dran gerochen, nicht gestorben. Also nochmal anziehen. Ich, wenn ich meine Shirts für den nächsten Tag aussortiere. Ja, ich meine, nicht dran riechen, sondern wenn es an der Wand nicht klebt, dann kannst du es noch nehmen. Ja, bei dir müsste mein Lieb. Menschen, die meine Videos hier gut finden, aber trotzdem keinen Like da lassen, sind die Raubkopierer meines YouTube-Kanals. Ich finde, solange da kein Alkohol drin ist, sollten sie es nicht Happy Meal nennen dürfen. Ist sich vorstellen, jemanden zu ermorden, dieses um die Ecke denken? Für manche Menschen fehlen mir die Worte, für andere der Baseballschläger. Noch 20 cm wachsen, dann habe ich mein Idealgewicht. Meine Freundin fragte mich gerade, willst du glücklich sein oder willst du Recht behalten? Mittlerweile esse ich ja Knoblauch nicht mehr, um Mücken, sondern andere Menschen zu vertreiben. Fleisch ist ein toller Tofu-Ersatz. Wenn du deine Unterhose mit der Innenseite nach außen anziehst, dann hat das ganze Universum deine Unterhose an, nur du nicht. Ich war heute auf einem Kartonagen-Event. Auf meinem Klassentreffen waren nur alte Schachteln. Einmal so sein wie eine Waschmaschine. Völlig durchdrehend und danach duftet alles frisch und ist sauber. In Momenten, an denen man an sich selbst zweifelt, sollte man mal daran denken, dass man zumindest sein Seepferdchen geschafft hat. Ich bin eine Frau fürs Leben, nicht für eine Nacht, ist der WhatsApp-Status meiner 12-jährigen Cousine. Ich glaube an, du nervst mich auf den ersten Blick. Tief aus und wieder einrasten. Wer nach dem Anschmeißen der Waschmaschine nicht noch mindestens ein Kleidungsstück im Flur findet, der werfe die erste Socke. Als ich noch jung war, war Thermomix noch ein gallischer Druide, der für besseres Wetter betete. Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!